Hallo YouTube, hallo liebe Freizeitpark-Fans. Herzlich willkommen zu einem kleinen Info-Spezialvideo. Ich hatte das ja schon vor einigen Wochen mal im 5-Jahre-Jubiläumsvideo angekündigt, dass ich euch mal zeigen möchte, wie ich denn ein Video produziere, beziehungsweise halt welche Arbeitsschritte dafür nötig sind. Oh, und genau das möchte ich halt heute tun. Sprich, es gibt heute mal jetzt nicht irgendwas explizit über Freizeitparks oder Achterbahnen oder sonst was nicht, sondern heute halt mal für die Leute, die es interessiert, mal ein Video über mich, beziehungsweise über diesen Kanal besser gesagt. Ja, und das Ganze mache ich halt anhand eines Beispiels vom Phantasialand Freizeitpark-Check. Zugegeben, das Ganze ist natürlich schon ein recht aufwendiges Video und die Arbeitsschritte, die jetzt gleich kommen, die gelten natürlich nicht immer für alle Videos gleich, aber so einige davon sind halt ja schon auch auf andere Videos austauschbar. Und ja, ich würde vorschlagen, ich labere jetzt gar nicht groß weiter, sondern sage euch jetzt einfach mal die Schritte, die ich machen muss, um halt ein solches Video zu erstellen. Natürlich, der erste Schritt ist ganz klar, in einen Park gehen und Videoaufnahmen machen. Ja, ich glaube, das versteht sich von selber und das ist ganz logisch. Ja, und dafür bin ich dann auch teilweise wirklich extra für euch da draußen unterwegs und stehe auch vielleicht mal die ein oder andere Minute etwas länger an bestimmten Stellen, um für euch auch schöne Aufnahmen mitzubringen. Und ja, das ist halt so der erste Schritt. Für die nächsten Schritte, ja, verschwinde ich jetzt hier von der Bildfläche und zeige euch das anhand des PCs, beziehungsweise anhand von Aufnahmen, die ich am PC gemacht habe, weil da lässt sich das Ganze besser klären. Der nächste echte Arbeitsschritt ist dann natürlich erst einmal eine Recherche, sprich halt die relevanten Zahlen, Daten und Fakten so ein bisschen zusammentragen, da man natürlich nicht immer alles präsent hat im Kopf und immer alle Daten so ganz genau aus dem Kopf heraus weiß. Und um sich da abzusichern, holt man sich dann natürlich halt noch so ein paar Infos, sprich man besucht die Park-Website oder halt auch hier und dann noch ein paar andere Websites, um da halt dann auch dementsprechende Daten zu haben, um einen Text zu schreiben. Und genau das ist dann halt der nächste Arbeitsschritt, sprich ja, hier wird dann der Text erstellt und da gebe ich mir, wie ich finde, dann doch schon ein bisschen Mühe, halt einen möglichst ausgewogenen Text zu erstellen mit möglichst vielen Informationen, aber gleichzeitig halt nicht allzu lang werden zu wollen. Und ja, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig und zugegeben, es ist auch meistens immer etwas länger, weil ich halt schon der Meinung bin, dass auch viele andere kleine Attraktionen es verdient haben, auch in einen Parkcheck reinzukommen, da halt ja es ja nicht nur Achterbahn-Junkies da draußen gibt, sondern halt auch vielleicht mal eine Familie oder so und die möchte sich natürlich auch über die kleineren Attraktionen ein bisschen informieren und dementsprechend kommt da halt dann doch ein bisschen was zusammen. Im Falle von Phantasialand Freizeitparkcheck waren das mal ebenso 12 DIN A4 Seiten und ich denke, das ist dann doch schon eine ganze Menge geworden. Und genau die heißt es dann halt auch wirklich einzusprechen. Das Ganze ist auch, wie soll ich das sagen, fällt mir nicht immer ganz so einfach. Denn einen solch langen Text fehlerfrei immer einzusprechen ist natürlich ein bisschen schwierig und gelingt mir nicht. Deswegen kommt da auch nochmal, im Falle von Phantasialand Freizeitparkcheck waren das, glaube ich, insgesamt normal halt reell 38 Videominuten. Aber insgesamt war es dann doch ein bisschen mehr an Aufnahme. Ich glaube, so eine gute Stunde auf eine Viertelstunde, die ich dann halt aufgenommen habe. Und da waren dann halt auch ein paar klitzekleine Versprecher mit bei. Und dann geht's endlich weiter. Dann fange ich mit der Bearbeitung des eigentlichen Videos an. Das Ganze passiert im Magix Video Deluxe, das ist halt mein Schnittprogramm. Und da öffne ich mir halt zuerst einmal mein Projekt, was ich halt so habe, sprich mein Basisprojekt, wo die, ja, ich sag jetzt mal, die einzelnen Überblendungen bzw. einzelnen Kategorien dann halt schon so ein bisschen vorbereitet sind, die Hintergrundmusik vorbereitet sind und halt einzelne Textbausteine dann auch schon, naja, was heißt vorbereitet sind, aber zumindest halt grob von der Ausrichtung und von allem her dann schon mal drin sind. Und da kommen dann halt in dieses Projekt die Sprachaufnahme rein. Und wie gesagt, da ein paar Versprecher dann drin sind, muss die halt erstmal komplett geschnitten werden und das Ganze dann halt wieder passend zusammengefügt werden, damit das halt auch in einem Fluss wird und halt die ganzen Versprecher rauskommen. Dann geht's weiter, dann muss eben genau diese Sprachaufnahme so ein bisschen angepasst werden an das Projekt selber, sprich in die einzelnen Kategorien eingeteilt werden, halt so was zum Beispiel History und so weiter angeht oder halt Achterbahnen, Wasserbahnen oder whatever. Und ja, das muss dann halt erstmal gemacht werden, damit ich mein Grundgerüst habe. Und an dieses Grundgerüst kann ich dann auch endlich die eigentlichen Videos anpassen. Und ja, wie ihr euch vorstellen könnt, ist das natürlich immer schon recht aufwendig, ganz besonders in diesem Falle, da ich halt wirklich wahnsinnig viel Videomaterial habe.
aus dem ich halt da schöpfen kann, ganz besonders halt im Falle von Phantasialand. Das sind halt viele, viele, viele verschiedene Ordner und da versuche ich dann halt immer möglichst die entsprechenden Details, die ich halt auch wirklich anspreche, dann auch einzublenden. Und da bin ich auch eigentlich sehr, sehr stolz drauf, dass ich da halt wirklich immer Rohmaterial verwende und halt auch da wirklich so in die Tiefe gehen kann, sprich halt auch, wenn ich irgendwie spezielle Details sage zu Wartebereichen oder sonst was nicht, dass ich mich da halt auch immer im Video, sprich optisch, dann halt auch dementsprechend anpassen kann, um da halt wirklich auch möglichst das zu visualisieren, was ich dann halt auch in dem Moment sage. Und das finde ich eigentlich, macht auch einen Großteil dieser Freizeitpark-Checks aus, aber ist natürlich auch dementsprechend umgekehrt wahnsinnig viel Arbeit, sich da halt durchzuklickern und das alles immer zu finden und zu suchen, wenn man halt wirklich wahnsinnig viel Videomaterial hat und das, ich sag jetzt mal im Falle von Phantasialand, einige 100 Gigabyte Videomaterial sind, die man dadurch forsten muss. Und zugegeben, manchmal muss ich dann auch, wenn ich nicht das dementsprechend passende Videomaterial finde, dann auch hier und da mal auf ein paar Fotos zurückgreifen, aber in der Regel wird das Ganze dann halt wirklich schon über Videomaterial halt gelöst. Und ja, das gilt es dann halt dementsprechend zu schneiden, anzupassen und da geht dann auch nochmal ein bisschen Zeit für drauf. Danach geht es dann erstmalig so ein bisschen ans Feintuning, sprich die einzelnen Kategorien werden halt angepasst und auch dementsprechend visualisiert mit passenden Bildern aus den jeweiligen Parks und halt die jeweiligen Bereiche, ob das jetzt Themengebiete, Shows, Achterbahnen oder sonst was nicht, sind dann halt dementsprechend angepasst. Und wenn das dann fertig ist, dann geht's so langsam in die Endproduktion. Und zwar, ja, ich hatte ja eben schon gesagt, ich benutze halt immer mein ganzes Rohmaterial. Und das wird dann wirklich jeweils immer nochmal komplett angepasst. Sprich, Belichtungen werden nochmal ein bisschen abgeändert, Farben werden nochmal ein bisschen abgeändert, damit das Ganze halt auch wirklich vernünftig aussieht, weil halt, je nachdem nicht immer alles so perfekt halt in den Rohdaten drinsteckt. Und das wird dann halt nochmal ein bisschen ausgerichtet, angepasst und vielleicht hier und da auch nochmal stabilisiert und halt da noch mal ein bisschen mehr ins Detail gegangen. Und das ist natürlich auch wahnsinnig viel Arbeit, wenn man das wirklich auf ein 38-Minuten-Video noch mal macht. Beim ein oder anderen Video, so auch hier bei diesem Video, kommen dann stellenweise auch nochmal Greenscreen-Aufnahmen hinzu und die gelingen mir auch mal mehr oder weniger gut, sprich ähnlich wie eben beim Einsprechen von Texten, da kommt mal der ein oder andere Versprecher warum, da habe ich nämlich so ein sehr gutes Gen für, dass ich mich gerne mal verspreche, das kommt schon häufiger mal bei mir vor oder halt auch irgendwas in die Kameraeinstellungen verbaselt, sprich da halt auch mal daneben geht. Jetzt kommt noch ein Auto vorbei. Zuerst der Bus, dann noch ein Auto. Jetzt aber! Hallo YouTube, hallo liebe Freizeitparkfans! Herzlich willkommen aus einem der wohl bekanntesten deutschen Freizeitparks, dem Phantasialand. Danach geht's dann in den Export. Und das ist auch, ihr seht schon hier im Bild, natürlich auch nochmal ein bisschen Arbeit. Sprich, das kann dann auch nochmal so 3-4 Stunden dauern, bis der Rechner das Ganze dann gerendert hat. Und ja, das ist natürlich für mich dann etwas entspannter, da muss dann nur noch der Rechner arbeiten. Ich kann dann in der Zwischenzeit mich um das Thumbnail kümmern, sprich, ja, ihr kennt es ja, Thumbnails mache ich natürlich auch immer alle schön selber und die kann ich dann in GIMP in diesem Falle, ich benutze dafür halt immer GIMP, dann halt dementsprechend ein bisschen anpassen, schön machen und das Ganze visualisieren. Und wenn das Ganze dann endlich fertig gerendert hat, dann kommt mein Perfektionismus-Gen zum Einsatz. Sprich, ich bin Schütze und denen wird angeblich nachgesagt, doch sehr perfektionistisch veranlagt zu sein. Und deswegen gucke ich mir eigentlich immer, wirklich jedes Video, mindestens ein oder zweimal noch komplett an, um Fehler zu finden. Und das kann dann halt auch durchaus mal sein, dass ich manche Videos dann auch gerne nochmal 3, 4, 5 Mal neu rendern muss. Und ihr habt es eben gesehen, wie viel Zeit das beansprucht. Und das kann dann halt durchaus auch nochmal zusätzliche Stunden an Arbeit geben. Und es spricht mich natürlich nicht frei. Ich mache auch dennoch immer noch Flüchtigkeitsfehler und den einen oder anderen übersehe ich. Aber ich versuche halt möglichst wirklich solche Fehler oder Kleinigkeiten dann halt, die den meisten wahrscheinlich vielleicht gar nicht auffallen würden. Aber dennoch, wie gesagt, ich bin da sehr perfektionistisch veranlagt und das versuche ich dann halt noch auszumerzen. Wenn ich dann mit dem Ergebnis zufrieden bin, dann geht's eigentlich nur noch an den allerletzten Schritt und zwar das Hochladen bei YouTube. Das kann je nach Video dann auch noch mal ein paar Stündchen in Anspruch nehmen, denn ich habe hier so eine ganz tolle olle DSL-Leitung mit Uploads von, die sage ich am besten erst gar nicht. Also auf jeden Fall kann so ein Freizeitpark-Check dann auch mal gute 10 bis 15 Stunden dauern, bis er dann auch endlich mal
hochgeladen hat. Ja, und dann, ja, dann kommt eigentlich nur noch so die Kleinigkeiten, sprich Text erstellen, Videotitel erstellen und das alles, was dazugehört. Und danach kommt dann auch endlich ihr ins Spiel und habt hoffentlich viel Spaß mit den jeweiligen Videos. Ja, und das waren dann die paar kleinen Arbeitsschritte, die nötig sind, um eben ein solches Video final fertigzustellen. Und das, was ihr eben halt in ein paar Minuten komprimiert gesehen habt, dauert in Real Life dann doch deutlich länger, wie man sich vorstellen kann. Also ich habe es jetzt nicht mit einer Strichliste nachgezählt, aber bei so einem Freizeitpark-Check, da vergehen, bis ich sowas fertig bekomme, Pi mal Daumen, irgendwo 30, 40 oder 50 Stunden. Also Arbeitsstunden. Und das ist, denke ich, schon eine ganze Menge und das halt alles nebenbei, neben der reellen Arbeit nebenbei und dementsprechend, ja, dauert das halt auch dann mal ein bisschen. Also bis ich so einen Freizeitpark-Check final fertig habe, könnte dann auch gerne mal ein, zwei oder drei Wochen vergehen, bis ich das nebenbei irgendwie mal hinbekommen habe. Und das ist halt auch der Grund, warum eben diese Freizeitpark-Checks nicht allzu häufig kommen. Aber ja, natürlich kommen andere Videos und für die gelten manchmal ähnliche Schritte, natürlich nicht immer komplett gleiche Schritte, aber stellenweise halt ähnliche Schritte und die sind natürlich auch nicht immer gleich aufwendig, mal mehr oder mal weniger aufwendig, aber halt so im Groben und Ganzen, so was halt gerade den Videoschnitt angeht mit Magics und so weiter, sind halt diese Sachen im Grunde ähnlich, nur halt vielleicht mal kürzer oder halt nicht ganz so viele Aufnahmen, sprich nicht ganz so viel Schnitt drin. Und ja, das gilt halt, wie gesagt, auch für diverse andere Projekte. Und ja, ihr wisst jetzt, wie ich ein Video mache, beziehungsweise anhand dieses Beispiels, wie halt eben dieses Video entstanden ist. Und ja, ihr könnt jetzt halt ein bisschen nachvollziehen, warum es vielleicht hier und da ein bisschen länger dauert, bis neue Videos kommen. Und das wollte ich euch einfach nur an der Stelle mit auf den Weg geben. Und ja, das soll es auch an der Stelle dann wirklich gewesen sein. Ich verabschiede mich wie immer mit den Worten. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube und ja, sage bis zum nächsten Video. Dann auch endlich wieder mit Freizeitparks und weniger von mir hier und Achterbahnen und allem, was dazugehört, hier auf ME Pictures Freizeitpark TV.